Die nächste, ich bin eigentlich, was da wieder ist jetzt. Wir bleiben in diesem Gefilden. Was wird in Kochrezepten öfters als Mengenangabe verwendet? Na, das kann man aber wissen. Gell? Ja. A. Gabelzinke, Messerspitze, Tellerrand oder Tassenhenkel? Das würde ich sagen, ist B. Die Messerspitze. Sie schauen, hey, stark! Ja. Messerspitze, Antwort B. Yes. Jetzt hat es ihn so geschlagen draußen, dass er vergessen einlucken. Muss ein Mann haben. Richtig. Und 5. Und als 5. Frage haben wir, welches Tierchen bildet gleichzeitig ein Verb in der ersten Person? Kakerlake. Ich hab schon wieder gehört, was? Ja, schaut genau eine. Mücke, Schabe. Oder Ameise? C. Schabe? Mhm. Okay, und bei C? Ich Schabe. Richtig. Ja. So schaut's aus. Gibt's da irgendwelche? Danke. Hm? Ja, super, weiter. weiter geht's. Weiter geht's, ja. Wie nennt man das Zusatzgetriebe vieler Lastkraftwagen? Undergo, Overdrive, Update oder Online? Also, ist jetzt nicht so ganz klar, aber es ist mal sicher nicht Online und es ist sicher nicht das Update. Und der Overdrive ist es für mich auch nicht. Ich würde dir sagen, das ist A, der Undergo. Das Zusatzgetriebe der Lastkraftwagen heißt Undergo, sagen Sie. Ja, aber wenn ich es mir nochmal genauer überlege, dann ist es vielleicht doch auch B, der Overdrive, weil es ja ein Getriebe ist. Man kann statt Undergo auch und Ergo sagen, gell? Sag klar. Ah. Ergo dessen. Cogito ergo sum. Mhm. Also die Antwort lautet? B Overdrive ermöglicht das Herabsetzen der Motordrehzahl, der Overdrive. Jawohl. Markus, Sie sind aber ohne Overdrive gefahren bis jetzt, gell? So eine volle Drehzahl, gell? Voll. Nein. Nicht? Nein. Na ja, okay. Wer sang sich mit Grace Kelly? Also mit dem Song Grace Kelly. Grace Kelly an die Spitze der Hitparaden. Fernando, Mika, Kimi oder Ayrton? Das ist B, Mika. Jetzt haben Sie mich überrascht, jetzt habe ich nicht runtergekommen. Herr Schallhaber, Mika? Ja, das ist Mika, das ist so ein neuer, junger, recht guter Sänger eigentlich. Okay, aber B, Mika. Angeblich umfasst Mikas Gesang 5 Oktaven. Richtig. Wir nehmen noch die halbe. Was schmilzt erst bei rund 1535 Grad Celsius? Quecksilber, Zinn, Eisen, Diamant. Tue ich mir ein bisschen schwieriger. Das sind so Chemiefragen und so. Kann aber nicht so schwierig sein wie Bügeln. Wüssten Sie das? Das mit Bügeln? Na, die Frage? Die jetzt, oder die Bügelfrage? Na, die Frage. So leicht ist die nicht, finde ich. Na, die Frage ist sicherlich nicht leicht. Aber ich bin da ganz nett und tu nicht lang rum und frage gleich mal das Publikum. Wissen Sie, Markus, aber ich muss es ja nicht wissen. Na, aber wie? Von dem her. Genau. Publikumsjoker wird gezogen von Markus, ist in Ordnung. 19.06.75 geboren, ein rescher Zwilling. Ne? Mhm. Kann sich schwer entscheiden, glaube ich, steht auf der Beine. Ja, bei aber wir sind eigentlich recht sympathisch manchmal und recht positiv und so. Aber entscheiden ganz schwer. Ich bin ja ein Zwilling. Ja? Mhm. Anfang oder spät? Was schmilzt erst bei 1535 Grad, meine Damen und Herren? Ist es Quecksilber, ist es Zinn, ist es Eisen oder Diamant?
Eisen schmilzt bei 60, bei 35 Grad, glauben 60% der Erinnerung. So. Absolute Mehrheit, eindeutig. Markus. Ja, wir nehmen Sie. Sie vertrauen dem Publikum. Ja, ich Physik und Chemieunterricht, ich weiß nicht. Okay. Das habe ich einiges verpasst. Und wenn ich da jetzt noch einen Joker einsetze, dann hätte es nicht sein sollen. Antwort C? Ja. Antwort C, Eisen. So, Zinn schmilzt bei 232 Grad Celsius. Quecksilber bei minus 39 Grad Celsius. Minus 39. Und Diamant schmilzt bei über 3500 Grad. Eisen ist die richtige Antwort. Sehr schön. Markus, interessieren Sie sich für Fußball? Ja. Haben Sie das WM-Finale gesehen letztes Jahr? Ja. Haben Sie den Kopfstoß genau verfolgt vom Materazzi? Ja. Was war dann Ihre Schlussfolgerung daraus? Dass wir da draußen ein kleines Video drehen und das in Salzburg in der Stadt nachstellen. Und da haben wir Touristen gefragt, ob die uns auch in den Kopf stoßen. Und das haben wir dann zusammengeschnitten. Moment. Ihr seid in Salzburg mit einer Kamera? Nein, mit einem kleinen Fotoapparat. Hm? Ah, mit einem Fotoapparat? Also, haben Sie es gefilmt mit einem Fotoapparat? Mhm. Okay. Und habe zu Touristen gesagt, pass auf, geben Sie mir einen Kopfstoß. So, ja, genau. Sie dann. So als Motto, wir haben so nachgespielt, so ich finde im Stadtplan nicht den Weg und wenn mir wer nicht helfen kann, kriegt er einen Kopfstoß. Ja. Und das haben ziemlich viele mitgemacht. Ein subversives Thema. Und wo habt ihr das eingestellt? Das haben wir auf YouTube gestellt und haben so einen Song drüber geklickt und binnen einer Woche waren es 4 Millionen Leute. Und da waren wir irgendwie, auf einmal habe ich 15.000 E-Mails bekommen und wir waren auf CNN und auf Vox in Amerika und wirklich? Ja, so lustig. Ja, super. Da war ich glatt recht, wenn man wenigstens 2-3 Euro pro Viewer. Ja, das haben mir so viele gesagt, aber eigentlich haben wir es noch gemacht wegen dem Spaß. Mhm. Aber es wäre schon nett. Dazu ein Erfolg gekommen, ist nicht schlecht. Ist es noch drin in YouTube? Das Video ist noch drinnen, ja, unter Zidane und im Spiegel waren wir auch und so. Aber müssen wir gleich abchecken. Gut so. Markus, machen wir weiter? Tun wir das, ja. Ariana? Ja, doch. Alles okay? Bin ich froh. In den bisher 21 offiziellen Kinofilmen war noch nie ein James-Bond-Darsteller Brite, Ire, Australier oder Amerikaner. Alles haben sie gemacht. Man müsste jetzt nur einmal sich vom geistigen Auge abrufen, wer aller diesen James Bond schon gespielt hat. Kann man es vielleicht ein bisschen leichter zuordnen. Also da gab es den Sean Connery. Der, von wo ist der? Der ist aus dem englischsprachigen Land. Entweder ist er Ire oder ist er Schotte, aber jedenfalls deckt er halt eins von den beiden Sachen ab. Mhm. Dann gab es den Roger Moore, der gehört für mich auch auf die britischen Inseln. Ja. Und der neue heißt, glaube ich, Daniel Craig, wenn ich mir ganz sicher bin. Der ist für mich Australia. Die Ariana wirst du sicher, oder? Na gut. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Amerikaner ist. Sollen wir es nehmen? Jetzt bin ich genau dort, wo ich immer gedacht habe. Ich würde sagen, wir... Wir nehmen 50-50 Joker. Markus. Gut, 50-50. Nein, stopp, so habe ich just gesagt.